Mein erster Kontakt mit dem HSV war? Ich habe damals ein Spiel gesehen, als Van der Vaart noch hier war. So, das war das erste Spiel, das ich gesehen habe. Mein erster Eindruck von der Mannschaft ist? Sehr gut. Ich bin ja im Hotel mit Mefo und Basho. Und mit denen bin ich auch schon essen gegangen. Ja. Ich bin zum Fußball gekommen, weil ich? Den Fußball liebe. Also schon von klein auf habe ich immer Fußball gespielt und so weitergemacht. Mein Idol in der Kindheit war? Fernando Torres. Als ich klein war, wollte ich schon Stürmer sein. Ich glaube, das wollen viele dann. Aber dann mit der Zeit hat mir es außen ein bisschen besser gefallen. Und so ist das dann gekommen. Ja. Das erste Pflichtspiel, an das ich mich erinnern kann, war? Mein Debüt in der Super League gegen Young Boys für St. Gallen. Ja. Als Jugendlicher habe ich auf der Position des? Ja, Flügel gespielt. Mhm. Wenn ich an meinen Wechsel zum FC Chelsea denke, dann? Oh, ja, dann denke ich an ja, die coole Zeit in London und beim Superverein. Auch an die schwierige Zeit mit 16 auszuziehen und alleine da zu leben. Aber alles in allem habe ich gute Erinnerungen daran. Englische Härte bedeutet? Immer Vollgas geben und Tacklings lieben sie. In der Zeit nach meinem Kreuzbandriss habe ich vor allem gelernt, dass? Dass ich für mich selber verantwortlich bin und dass ich alles geben muss, dass ich mein Ziel erreichen kann. Und ja, dass es auch schnell mal nicht so gut aussehen kann und man aber dranbleiben muss. Ja. Als Spieler zeichnet mich aus? Ich bin technisch gut, ich laufe viel, ich bin schnell, habe einen guten linken Fuß und kann auch kämpfen. Ja. Der weltbeste Spieler auf meiner Position ist? Ja. Schwierig. Ich würde sagen, Marcelo war es, jetzt nicht mehr. Sonst kann ich das gerade nicht beantworten. Ja. Gosens, der war gut. Ja, vor allem im Spiel gegen Portugal, genau. Hat er mir sehr gefallen, ja. Wenn ich an meine Kindheit in Zürich denke, dann? Denke ich an meine Freunde, Familie und ja, schöne Erinnerungen habe ich auf jeden Fall. Eine Künstlerin als Mutter zu haben, ist? Sehr interessant und ich liebe Kunst. Sie kann mir da viel beibringen. Das Fach Kunst in der Schule war für mich? Eines meiner Lieblingsfächer. Bist du da auch ein bisschen talentiert, könnte man sagen? Ja, vielleicht habe ich schon ein bisschen Talent, aber ich habe dann halt schon zu wenig gemacht, um das Talent dann zu fördern. Der schönste meiner drei Vornamen ist? Miro. In meiner Freizeit beschäftige ich mich am liebsten mit? Mit meiner Freundin. Gute Antwort. Wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Tennismatch mit Roger Federer oder einem One-on-One im Basketball gegen LeBron James, würde ich? Ein Tennismatch mit Roger Federer würde ich gerne machen. Spielst du öfter Tennis? Nein, habe ich auch schon. Bin ich jetzt nicht so gut darin, aber gegen Roger wird es reichen. Ja. Der Sport, in dem ich am untalentiertesten bin? Golf. Golf bin ich sehr schlecht. Platzreife habe ich nicht. Hat es nicht gereicht. Wenn ich mich zwischen Urlaub in den Bergen oder Urlaub am Meer entscheiden müsste, dann? Urlaub am Meer. Hummel, Hummel? Mors, Mors.